So, dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt zwischendurch mal ganz fix ohne euch verkauft, weil ich erstens mal so ein bisschen den Hinweis bekommen habe, dass das teilweise auch stört, wenn ich da so lange sitze und die Sachen angucke. Das kann ich ja jetzt auch sehr gut machen zwischen den einzelnen Folgen. Im Stream ist das immer ein bisschen, geht es ja nicht, weil da läuft ja einfach durch und die Leute gucken zu und aber ständig den Stream dann schneiden an den Stellen. Wollte ich jetzt auch nicht, aber vielleicht mache ich das jetzt eben immer mal zwischendurch, wenn es gerade passt. Da war ich jetzt auch noch nicht. Na, sowas. Und sind sogar zwei. Dadurch habt ihr dann ein bisschen mehr Muße, dem Spiel selbst zuzugucken. Sollte ich irgendwelche ganz besonderen Rüstungsteile dann anziehen oder was Besonderes dran finden, dann werde ich euch natürlich davon erzählen. Aber solange es jetzt eher ja was Uninteressantes ist, verschone ich euch. Ich denke, das ist in eurem Sinne. Es sei denn, ihr möchtet auch das mitbekommen. Ich höre auch ganz gerne Gegenstimmen. Freue ich mich, wenn ihr Feedback gebt, was euch gefällt und was nicht. Denn ich werde jetzt zwar nicht nach jeder Pfeife tanzen, das geht auch gar nicht, weil ja jeder ein bisschen andere Vorstellungen hat, aber ich werde schon gucken, dass ich euch möglichst entgegenkommen kann. Natürlich, wenn es meiner Spielweise entspricht, weil die steht natürlich immer an erster Stelle. So witzig, dass hier jetzt auch noch eine Brücke ist. Die habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Irgendwie hat es beim letzten Boss mein Pet verschmutzelt, sehe ich gerade. Das wieder. Ich bleibe jetzt trotzdem eher mal nördlich erstmal und tue den Süden erst später erkunden. So, mal gucken, was ich denn für Quests habe. Überquere die Brücke nach Twin Falls, um Homestead zu betreten. Oder reise durch den Schmugglerpass. Töte Lutra, die Verlassene in den Broken Hills. Das wäre hier. Die muss ich noch finden. Sprich mit Calderus draußen bei den Stufen der Folter. Das müsste ich noch machen, weil das war in der Undercity eine Aufgabe und das wäre quasi der Abschluss. Und sammle Stoff. Bringe den Stoff zu Constance in Davis Crossing. Ja, da sollte ich eigentlich in oben dein Burridge nochmal gucken, weil da hieß es, dass es dort Stoff gebe noch. Obwohl ich doch da alles durchgesucht habe. Haha. Ganz gründlich. Nichts übersehen. Haha. Ich weiß, ihr grinst heimlich in euch rein und sagt, sagt sie. Ich habe es genau gesehen, was sie alles übersehen hat. Hier haben wir jetzt übrigens schon seit einer Weile die Harpien, von denen wir vorhin schon gehört haben. Oder, naja, was heißt vorhin? In ewigen Folgen. Lutra, die Verlassene, das ist sie doch. Genau. Da haben wir in einem Buch oder in einer Schrift gelesen von diesen Verwandlungen, dass das so verwandelte Wesen sind, denen halt einfach irgendwie Flügel und Klauen gewachsen sind. Komm, fall um! Da liegt sie. Auf meinen kleinen Busch hier auf dem Gewissen. Hier gibt es jetzt nicht so viel Möbel, die man zerdeppern kann. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es mit diesen zum Beispiel hier mit solchen Knochenhaufen ist. Nee, da tut sich nichts. I can't do that yet. Nee. Aber ich werde jetzt mal einiges auch antesten. Einfach, weil ich ja gucken muss, was geht und was nicht. Und mit der Zeit weiß ich das ja dann auch. Schon. Und hier geht's rüber. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir ja die Tussi da getötet, kehre zu Minova draußen am Eingang der Arkonian Undercity zurück. Das machen wir dann nachher per Portal. Denke ich mal. Oder per Map, besser gesagt. Weil jetzt möchte ich hier schon noch ein bisschen mehr gucken und nicht schon wieder zurücklaufen.
gespannt, wie weit ich heute komme. Ich habe ja von euch gehört, wie viel massenhaft Content es hier gibt. Stunden! Ihr habt schon über 100 oder 200 Folgen vermutet in dem Stil, in dem ich spiele. Ich bin gespannt, ob ihr recht habt oder nicht. Bin ich sehr gespannt. Aber das ist ja das Schöne an so einem Spiel. Wenn es nicht gleich zu Ende ist. Hier, okay, da sind wir jetzt vorhin rausgekommen, auch von der anderen Seite. Mal schauen, hier geht's nicht durch, nein. Dicke, schuppige. Also eigentlich doch, Fenton sie schon. Das sieht so ein bisschen auch aus wie so, als ob das so ähnlich wie bei einem Gürteltier so Schuppen wären. Na, der Gang führt mich hier weiter nach Süden. Jetzt gucke ich aber trotzdem erst, ob ich da oben noch irgendwas übersehen habe. Okay, hier rüber geht's. Das könnte natürlich jetzt auch nur so ein kleines Inselchen sein. Soll ich da jetzt rüber gucken? Gucken, wie weit. Oh, nö. Da könnte noch einiges sein. Und da auch. Von dem her ist es schon egal. Und da geht's ja auch noch lang. Ach, jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen nach Süden. Egal, bevor ich da jetzt ewig hin und her laufe. Auch auf die Gefahr hin, dass es dann doch wieder die andere Seite gewesen wäre, beziehungsweise nicht mehr viel gewesen wäre. Das ist ja immer das, das mich ärgert, wenn das dann gar nirgends weit hingeht, sondern nur noch so ein kleines Inselchen ist, das man schnell hätte mit erkunden können. Da kommen noch welche von hinten. Die Harpien haben es ja eh gut, die können da so aus dem Himmel herabstürzen. Das ist aufgemalt. Wie ein Portal. Ich will da durch. Nö. Aber da ist was. Ich sehe es. Irgendwas ist da. Ich kann halt mit meinem Charakter nicht hüpfen. So würde ich jetzt da drüber hüpfen. I can't do that yet. Ja, 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 ja. Ich weiß. Genau. Okay. Vielleicht ein bisschen weiter hinten. Wie die Eingeborenen. Ja, ein Boss. Dread Tusk. Oh, nicht so nah. Oh, hier meine Attacke. Ist das von dem, das Grüne? Oder von mir? Oh, Heldenmonster getötet. Kleidung des Todesbringers. Also die blauen Sachen gucke ich ganz gerne gleich an. Wenn die nämlich schön verbessern, dann kann ich sie auch anziehen. Sieht auch richtig cool aus. Sieht zwar eher aus so Totenbeschwörer-mäßig. Lebenskraft hat eh, da scheint Lebenskraft auf Fall. Würde halt die Gift-Nova rausfallen, aber die hat schon ganz schön viel Leben und Zeug. Und natürlich Rüstung. Dann waren die giftigen Dämpfe gerade eben von mir. Das war wohl die Giftdura. Ja, das gibt Schaden. Das wäre jetzt halt jetzt eher sowas. Ätherschaden. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich Lebenskraftschaden oder Ätherschaden mache. Vielleicht weiß das jemand von euch. Hier gibt es auch Lebenskraftschaden in Ätherschaden umgewandelt. Drei auf Hungern der Reichweite. Ich vermute mal, dass das eher... Ja,
Ja, eben. Hier, epische Brustrüstung des Zauberers, dass das eher was für ein Zauberer ist. Weil ich die Sachen als Skill gar nicht habe. Von dem her, vielleicht finde ich noch was Geeigneteres. Mal schauen. Da wäre jetzt, da hätte mich das Einzige, was mich jetzt da interessiert hätte, wäre quasi eigentlich nur die, den höheren Rüstungsschutz. Den ich jetzt gefühlt als Verbesserung empfunden hätte. Guck mal hier unten, das sieht wirklich so aus, als ob man da laufen könnte. Man sieht jetzt zwar weder einen Schatz, eine Kiste noch sonst was. Vielleicht ist es wirklich nur so ein Red Herring, sagt man ja ganz gerne in den Adventures. Wenn man was findet und denkt, das ist da, guck mal, das sieht doch richtig aus. Als ob man sich da bewegen könnte, hier unten durch und so. Mal schauen. Vielleicht, wenn wir alles erkundet haben, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Ach, jetzt fliegt doch mal mein Vogel wieder ein bisschen rum, mein anderer Skill. Das ist praktisch. Ja, und ihr kommt jetzt hier hinterher. Kommt doch gleich. Muss ich nicht noch mühsam wieder zurückgehen. Ich mag es eh lieber, wenn da alle auf einem Haufen stehen, damit hier alle meine Areas schön reinbrezeln. Hier ist es ja jetzt recht hoch oben. Kann man wahrscheinlich nicht. Oh, ein Gemäuer. Mit Untoten. Mein Pfeifensturz hat sich erhöht. Sehr schön. In den Gemäuern muss man dann immer besonders aufpassen, wegen Besonderheiten. Habe ich das jetzt mit dem Red Herring zu Ende erzählt, dass das oft Dinge sind, wo man denkt, die müssen doch zu irgendwas nütze sein und das ganze Spiel immer nur das Gepäck voll machen und nie gebraucht werden. Wie zum Beispiel einfach ein roter Fisch, den man irgendwo findet. Aber der nirgends brauchbar ist. So, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Da standen wir schon mal vor Urzeiten. Sind nicht weitergekommen. Und da hinten hat es ein Questende. Der Calderos. Ah, das ist da, wo wir hätten rauskommen sollen. Mal schauen. Oder Calderos. Nee, hier gibt es immer noch irgendeine Giftsuppe. Vielleicht macht die ja mein Pet. Das könnte auch sein. Das ist ja so ein Natur. Hier. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch irgendwelche Giftschäden macht. Das glaube ich nicht. Jetzt gehen wir erstmal Quest abgeben. Hallöchen, wir haben... Ich gucke gleich mal, wo das hingeht. Getan, wie wir dir aufgetragen haben. Das freut uns. Die Oligarchen sind tot. Vielen Dank. Da ihr verdorbene Seelen zerstört, da ihre verdorbenen Seelen zerstört wurden, wird das Land heilen mit der Zeit. Als nächstes muss ich dich um eine weitaus schlimmere Herausforderung bitten. Was nun? Großpriester Zartuzellan war der Arkovianer, durch dessen Wort alle arkovianischen Nekromanten in die Stufen der Folter verbannt wurden. Selbst im Tode sammelt er noch die verlorenen Seelen von Arkovia für seinen bösen Zauber. Es ist an der Zeit, seine Herde auseinanderzutreiben und diesen Fleck auf der Welt für immer auszulöschen. Du musst tief in die Stufen der Folter reisen. In der dritten Etage wirst du den Priester an seinem entweihten Altar finden. Och, ich muss schon wieder da runter in den Keller. Hm, jetzt war ich so froh, dass ich wieder oben bin und ein bisschen frische Luft schnappen kann. Entferne ihn von diesem Ort und ich werde mich mit dir unten treffen. Nun gut, ich werde tun, was ihr verlangt.
werde jetzt aber erstmal hier oben noch ein bisschen fertig erkunden, bevor ich da unten reingehe. Sonst weiß ich nachher wieder nicht, was hier oben war. Also Mauern gehen ja irgendwie nicht durch. Da geht's wieder irgendwie. Ich glaube, das ist tatsächlich für die Leute, die die ganzen Secrets suchen, damit die da ewig dann auch ausprobieren müssen, wo da geht. Und dann ist dann doch keins. Jetzt geht's mir quasi umgekehrt. Es ist nicht so, dass ich mal glücklich bin, wenn ich ein Secret finde. Sondern ich finde jetzt lauter Secrets in Anführungsstrichen, die gar keine sind. Oder es sind welche und der Mechanismus ist mir noch nicht. Der erschließt sich mir noch nicht. Das könnte natürlich auch sein. Dass nicht immer nur Dengeln, Dengeln, Dengeln einen weiterbringt, sondern irgendwas anderes noch. Das wäre natürlich auch möglich. Da waren wir anscheinend schon. Mal rum. Mal noch da hinten die Seite ganz genau angucken. Ne, das sieht eigentlich ganz ziemlich fest zu aus. Tolles Deutsch. Ziemlich fest zu. Also solange ich da unten jetzt keine Kiste oder sowas sehe, denke ich, ist es auch kein, nicht zwingend ein Secret, sondern einfach nur eine schöne Hintergrunddeko. Sind ja auch keine Gegner da oder sowas. Ich habe auch in dem Banditenlager letztens, habe ich von ferne eine Kiste gesehen und dann doch vergessen hinzulaufen, die mir noch zu holen. Sowas fällt einem dann immer erst auf, wenn man das Let's Play anschaut. Eigentlich sollte das fast jeder machen, den es interessiert, seine Fehler aufzudecken. Dass er das einfach aufnimmt. Und dann im Nachhinein mal guckt, was er so alles übersieht. Oder sie. Ich gucke jetzt hier nochmal, ob man da irgendwo runterkommt. Aber sieht nicht so aus. Ihr habt mich nämlich jetzt irgendwie schon ganz kirre gemacht mit den Secrets, obwohl ich ja doch hauptsächlich Story spielen möchte. Ich könnte es natürlich jetzt auch tatsächlich mal gut sein lassen und würde dann die Secrets mal abgehen, separat und das dann sogar zusammenschneiden, sodass ihr dann die Sucherei nicht mitkriegt, sondern immer nur die Secret Spots. Ich würde dann auf der Map zeigen, wo die anfangen, wo ich sie gefunden habe und das wäre dann quasi so ein Secret Special. Ich denke, das ist besser, als wenn ich jetzt hier so viel Zeit mit Suchen verwende. Wenn ich eins sofort finde, dann mache ich das natürlich. Aber wenn ich das Gefühl habe, oder wenn ich es übersehe, oder wenn ich das Gefühl habe, da geht es jetzt nicht rein, dann lasse ich das einfach mal links liegen und mache das dann in einem extra Mal. Eignet sich ja eigentlich auch gut für einen Stream. Vielleicht sogar dann mit Hilfe der Viewer, die Secrets aufzudecken, die ich noch nicht gefunden habe. Könnte ich mir auch ganz witzig vorstellen. Dann ist quasi Spoilern erlaubt. Und man macht das dann ein bisschen zusammen. Gut, das heißt, wir gehen jetzt in diese Höhle hinunter. Wo war die denn? Hier irgendwo? Ne, da. Da war es, gell? Dann machen wir das jetzt. In die Stufen. Wie heißt das? Irgendwas mit Stufen war das. Ne, wo bin ich jetzt wieder? Das kommt einem immer so schnell vor und wenn man auf der Map guckt, dann sieht es so weit aus.
Na, ich kann es mir nicht verkneifen, immer nochmal zu gucken. Dazu bin ich doch viel zu neugierig. Und ich mag die Musik sehr hier im Spiel. Ach, immer die ganzen Schnörkel, da dauert durch, dauert's. Auch nochmal immer länger. Nö, jetzt bin ich vorbei. Es sei denn, ich kann den Baum hier zerdengeln. Aber man kann sich auch nicht richtig gut positionieren, finde ich, für irgendwelche Schläge. Nee, der Baum geht nicht kaputt. Und da standen wir ja auch schon. Vielleicht auch etwas, was erst später kommt. Ich habe gehört, man muss eigentlich für manche Sachen, die kann man gar nicht noch auf diesem niedrigen Queststand oder Level lösen. Vielleicht ist das ja zum Beispiel ein Torbogen, der erst aufgeht, wenn ich einen bestimmten Skill habe. Und da kann ich jetzt machen, was ich will. Da wird sich nichts tun. Ich muss da vielleicht erst irgendwelche Fertigkeiten erlangen, die mir den Weg dort öffnen. Von dem her sinnvoll, alles später nochmal abzulaufen. Und dann wird man es wissen. Habe ich nämlich auch schon gehört, dass ich da manchmal einfach mit späterem Level nochmal vorbeiziehen muss. Also, dann gehen wir jetzt mal hier in diese Ruinen und schauen, was uns dort erwartet.